Ja, ich mach das so. Oh, was ist denn mit Katniss passiert, Alter? Oh mein Gott, bist du hässlich. Was passiert da gerade? Stimmt meine Vermutung mit, dass Kissy stirbt? Aber wer ist jetzt der Prototyp? Something's gone wrong. Grab the cord from the counselor's office and plug it in underneath the statue. We need to reach 100%. Good luck. Mhm. Ich habe irgendwie ein bisschen das... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier jemanden helfen, dem wir nicht helfen sollten. Hm. Hä? Wo ist meine Schnur hin, die andere? Was haben... Oh, Alter, wir kriegen hier 10.000 Schlüssel die ganze Zeit, ne? Ja, verstehe nicht, warum sie die abgesetzt haben. Ich meine, gut, ja, es waren 3 Teile schon und sowas, aber man hätte das ja auch vielleicht remaken können oder so. Was ist das jetzt für ein Schlüssel, den wir bekommen? Sky Dome. Wo ist der Sky Dome? Oh, wait, wir können ja gucken gehen. Wo ist denn Sky Dome? Hä? Hier gibt's keinen Sky Dome, seid ihr doof? You're here. Playhouse? Das Office, der Toy Store, Home Sweet Home und die Schule. Hä? Ja, hier kommst du halt gar nicht rein. Das finde ich ein bisschen schade. Der Sky Dome. Was ist denn der Sky Dome? Hä? Das hier? Nee. Ja, super, dass er uns auch absolut berät gerade, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben sie auch ziemlich viel gemacht. Wir brauchen die 100%, hat er gesagt. Irgendwie ist das hier alles mehr Halluzination und Traum wie alles andere. Aber es ist ziemlich gut. Ist ein geiler Traum. Ja. Irgendwie nicht, aber ist okay. So. Sky Dome, was ist ein Sky Dome? Wow. Ah, jetzt schon. Ja. Ich glaube nicht, dass er uns rausholen will. Da oben war das, ne? Ich glaube nicht, dass Katniss uns hier einfach rauslässt. Er hat gesagt, wir sollen gehen. Wir sollen ihn alleine lassen. Ich möchte das nicht, was wir hier machen. Obwohl ich ihn auch irgendwo verstehen kann. Das ist halt seine Welt, ne? Da haben wir eigentlich nichts drin zu suchen. Eigentlich haben wir hier gar nichts zu suchen. Aber egal. Erstmal... Durstig auf Catnap. Bestes Zeug. Ja, bei Halo habe ich aber auch irgendwie nicht verstanden, warum sie das so extrem lang gezogen haben. An manchen Stellen zumindest, aber es ist trotzdem eigentlich ein ziemlich geiles Game. Obwohl ich sagen muss, dass nach Halo 3 jetzt nicht mehr so viel geiles. Oh, hi. Jetzt die Gasmaske auf. Ja, ich mach das so. Oh, was ist denn mit Katniss passiert, Alter? Oh mein Gott, bist du hässlich. Oh mein Gott. Ich kann das Ding nicht ein... Ich will den Jumpscare sehen. Okay, wir wollen Rache. Ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen online. Vielleicht spiele ich danach sogar noch ein bisschen Dead by Daylight. Mal gucken, bin mir da noch nicht so ganz sicher. Oh, eine PlayStation Status heute. Ja, cool, ich weiß ja doch nichts davon. Ganz toll. Oh, hier muss unbedingt. Hier auf die Seite muss unbedingt LED, also so LED-Zeug. Das wird bestimmt geil aussehen. Boah, als ob ich das jetzt nochmal machen muss mit dem Scheißding hier. Aber holy shit. Jo, alles klar. Bis später.
weiß nicht, ich glaube, ich muss die Batterie mitnehmen. Haha, du kriegst mich nicht, Alter. Oh mein Gott, du bist richtig creepy, Alter. Catnap, alles gut bei dir? Ich glaube, ich hätte die Batterie mitnehmen sollen, oder? Ich weiß es nicht. Aber obwohl, die muss ja eh da unten rein. Eieiei, also er sieht richtig creepy aus. Ich meine, so in seiner normalen Form ist er ja schon cringe. Aber das übertreibt ja nochmal richtig. Hier haben wir nochmal einen Tape, aber da müssen wir erstmal gucken, wo das liegt. Muss ja, das liegt immer irgendwo in der Nähe, oder? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Nee, kann man nicht aufheben. Das liegt immer irgendwo in der Nähe. Aber das Ding ist kaputt, denke ich mal, oder? Catnap kommt, sei vorbereitet. Ich würde gerne erstmal das Tape finden wollen, bevor ich mich hier vorbereite auf irgendwas. Hä? Ich brauche das Tape. Gib mir das Tape. Oder kriegst du das erst nach dem Bossfight? Das ja, also ist das jetzt ein richtiger Bossfight, oder? Das ist ein schwarzes... Ach, da liegt's doch. Oh mein Gott. Warum laufe ich immer drum rum? Da ist aber der Prototyp. In relation, experiment 1006. The prototype. Stubborn as he is, and always silent with each passing session, I'm still uncovering fresh data nonetheless. Today's discovery. Wow. Ready to talk now, are you? I possess a question. Go ahead. Do you feel anything? Wait, das Ding hört sich an wie Poppy. Das ist mega interessant gerade. Der Prototyp wurde also gefoltert und was weiß ich, ne? Die ganze Zeit. Weil sie versucht haben, irgendwie ein Geheimnis aus ihm rauszubekommen. Aber was genau wollten die rausbekommen? Das ist gerade die größte Frage. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Bin mir nicht so ganz sicher, was wir jetzt hier machen sollen, weil irgendwie ist ja alles, irgendwie ist ja alles aus, das Jump Pad ist an. Da oben? Was? Ne, das können wir nicht wegmachen. Auf der linken und rechten Seite des Raums, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite, sollten sich kleine Nischen befinden, in denen Terminals zum Aufladen bereitstehen. Überzeuge dich selbst. Hä? Die habe ich gar nicht gesehen. Hä, wo denn? Ah, ich vermute mal, ich soll dafür den Dings nehmen, oder? Kann das sein? Ah, jo, hier. Ja, verstehe.
Verstehe. Dafür sollen wir das Jump Pad benutzen. Und... Aber... Lol, der Rauch war einfach schwarz. Ja, das habe ich verstanden. Wenn eine Batterie in den Receiver eingesetzt wird, ermöglicht die Ladung die kontinuierliche Abgabe von Dampf. Überzeuge dich selbst. Ach so, der erklärt uns jetzt, wie wir den Bossfight zu spielen haben. Mhm. Der erklärt uns jetzt, wie wir den Bossfight zu spielen haben. Lege das Ding in ein, lege eine Batterie. Oh wow. Timing remain. Okay. Das ist so ein richtiger Bossfight. Krass. Hallo Catnap. Das ist eigentlich schon wieder gar keine Katze mehr, ne? Das sieht einfach schon eklig und räudig aus. Ich weiß halt nicht mehr, was ich machen soll. Weil ich halt einfach nicht weiß... Von wo? Hey, lol. Er kommt hier einfach 10.000 Mal vor, oder was? Hallo? Ach nee, scheiße, falsches... Falsches Ding. Wo? Wo eine neue Batterie? Hä? Ach so, da. Okay, ich hab's verstanden. Ja, aber, hä? Wie komme ich da rein? Ah, wait, ich weiß wie. Nein! Oder auch nicht? Lol. Catnip soll... Er soll auf jeden Fall nicht hierher kommen, das ist Fakt. Aber wie kommen wir auf der anderen Seite dahin? Diese Seelen verdienen Frieden. Ja, das ist mir klar. Steh auf. Aber krass, dass der Prototyp so alle Dings hat, oder? So alle Stimmen. Das ist gar nicht so schlecht. Wir müssen nur gucken, dass wir vielleicht jetzt hier bestimmte Batterien tauschen können. Wo kommt der denn jetzt? Das kommt ja gar nicht, der Lappen. Was ist denn mit ihm? Jo, Catnap, willst du nicht oder was? Ich weiß nicht, was gerade mit ihm los ist. Er will irgendwie nicht. Aber ich glaube, ich muss aufpassen, dass er nicht von da oben kommt oder so. Er bewegt sich nämlich immer schneller. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der wird immer... Ja. Der wird mit jedem Mal schneller. Ah, shit, was nehmen wir denn? Wir müssen die Batterie nehmen. So, das heißt, jetzt müssen wir extrem aufpassen, dass wir hier auf jeden Fall nicht gegrabt werden von ihm. Oh, komm schon. 30 Sekunden noch. Oh, shit. Das Ding ist halt, du musst wirklich gucken, dass du ihn irgendwie abwehrst, aber ich muss ihn gerade irgendwie nicht abwehren. Und ich verstehe auch nicht, warum. Ich meine, er kommt ja nirgendwo. Noch 12 Sekunden. Hm. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht einfach ein guter Cycle ist oder ob das einfach random ist. Oh, lol. Das war's noch nicht, oder? Hey Leute, er hat sich gerade einfach geopfert, sozusagen, ne? Wir haben jetzt hier nochmal den Prototypen gesehen. Zumindest wie er Catnap aufspießt, nachdem wir ihn platt gemacht haben. Wo müssen wir denn jetzt hin? Meine Hand ist weg! Komische Sache. Ach wow, da ist ein Knopf.
Ja, wer hätte es gedacht, dass da ein Knopf ist, ne? Ach Gott. Das ist natürlich auch geil. Ich muss natürlich ein bisschen was rausschneiden, ne? Ein paar Pausen und so ein Zeug muss natürlich rausgeschnitten werden. Aber sonst bekommt ihr das Game auf YouTube dann komplett uncut. Na hä? Wie? Kein Signal. Nochmal neues Start. Holy moly, Banderoli. Sehr schönes Spiel. Oh ja, war das ein schönes Chapter bis jetzt. Oh, jetzt hat's erstmal geleckt, weil erstmal alles angegangen ist, was angehen sollte. Was ich zum Chapter allgemein sage, ich bin sehr begeistert von dem Chapter. Nee, wir gehen noch nicht. Wo ist dieses Tape? Yo, welcome back. Ach, sie gibt uns das Tape jetzt. Du willst wissen, was passiert ist? Das ist deine Antwort. Das gibt uns die Antwort, Poppy. Wir nannten sie die Stunde der Freude. Aber warum nanntet ihr die Stunde der Freude? Weil alle gestorben sind? The Hour of Joy. Also wir bekommen jetzt die Antwort auf alles, was passiert ist. Hat Hagi da einfach jemanden angegriffen? Was ist mit Hagi denn los? Oh, Hagi frisst einfach alle auf. Das ist... Ei, ja, Mami Longlegs, das war aber von Anfang an klar. Die hatte einen ziemlich krassen Upturn gegen alles. Was ist das gewesen? Ich hab's jetzt nicht richtig erkannt, so aussieht es mal den Critters. Ja, das sind diese ganzen Lehrerinnen. Kissy Missy. Da sieht man das einmal richtig. Kissy hat sie auch getötet. Die wollten sich einfach nur befreien. Mehr wollten die nicht. Da ist Boxy! Boxy Boo! Daran sieht man jetzt, dass die alle dran beteiligt waren. Da ist Catnap. Ach du Scheiße, das sind alles Leichen, ne? Alles Tote. Ihr habt die alle umgebracht. Aber warum? Also, okay, gut, das warum weiß ich, weil wegen den Experimenten und so, die wollten sich ja befreien, wie gesagt. Aber holy shit. War's das? Du erinnerst dich, dass du jeden Moment davon gehört hast, es dauert so lange, so quälend lang. Irgendwie tut sie mir mega leid. Sinnloses Gemetzel. Ja, die haben alle getötet. Müssen wir jetzt noch tiefer rein? Ich glaube, wir müssen Poppy ver- Kissy?
reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Nach dir? Irgendwie ist Poppy ja schon die cuteste von allen, so, ne? Okay, also. Wie gut sie aussieht. Und du, Kissy? Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. What? What's she doing? No, no! Nein. What? Was passiert da gerade? Stimmt meine Vermutung mit, dass Kissy stirbt? Oh Mann, jetzt wissen wir nicht, was mit Kissy passiert ist. Mann, das ist ein Cliffhanger des Todes. Was ist da los? Was ist mit Kissy passiert? Das hat sich so krass nach Dings angehört, nach... Wie heißt der? Wartet, ich komme gleich drauf. Nach Huggy Wuggy. Aber was ist da jetzt am Ende passiert? Ach Mann, ey, jetzt heißt es wieder warten. Chapter 4, wir kommen. Wir brauchen das Chapter 4. Sofort, jetzt. Scheiße. Holy shit. Sehr, sehr geil gemacht. Also wirklich eins der besten Spiele und der besten Chapter, die bis jetzt gemacht haben. Oh, krasses Ding. Ich bin richtig, richtig begeistert davon, wie gut die Catnap hinbekommen haben, wie gut die allgemein alles hinbekommen haben. Das Spiel hat fast gar keine Probleme. Okay, gut, vorhin das mit der Powerzelle, das war vielleicht jetzt nicht so cool. Aber das ist halt, ja wow, es ist halt kein Game-Breaking-Bug, ne? Das passiert halt, wenn du da nicht drauf achtest. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die diese Ladesequenzen mit reingenommen haben, weil die anderen beiden Chapter waren seamless größtenteils. Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach an der Größe jetzt lag, dass die da ein bisschen Ladesequenzen mit reinnehmen mussten. Aber das, also ohne Scheiß, das Chapter war wirklich sehr, sehr gut. Bin da mega, mega begeistert von. Der Hype hat es auf jeden Fall, das hat es einfach getroffen, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Was jetzt am Ende passiert ist, weiß ich jetzt leider gar nicht so wirklich, weil das hat sich nach Huggy angehört. Es kann aber auch Kissy gewesen sein, die vom Prototypen übernommen wurde in dem Moment oder irgendwas, dass da was passiert ist. Bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Also dazu kann ich noch nichts Krasses sagen. Wir müssen da noch ein bisschen durchgucken. Ich will mir dann auch nochmal anschauen, wo diese ganzen Paper sind und sowas, dass ich das halt alles nochmal für mich habe und dann wird da drüber nochmal ein richtiges Video kommen. Also das war Respekt an Mob Games oder Mob Entertainment. Holy shit. Wenn das nächste Chapter auch so gut wird, dann let's go. Richtig, richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht zu spielen. Holy shit. Also das... echt, echt geil. Ich denke mal, das wären so ungefähr 3-4 Parts wären. Also ungefähr für YouTube. Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich versuche das Ganze heute noch fertig zu schneiden dann. Um vielleicht das Ganze heute noch hochzuladen, wenigstens ein Part schon mal, damit wenigstens etwas schon mal da ist. Aber krass, was da rausgekommen ist. Das Warten hat sich also wirklich gelohnt diesmal. Das hat sich richtig, richtig hart gelohnt. Ja, dieses Zeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber nach dem Zugunglück bist du in der Tiefe gestrandet und hast ein neues Ziel vor deinen Augen. Catnap. Sehr, sehr krass. Also Respekt. Riesenrespekt an dir. Richtig, richtig krass.